Meine Güte, was war das heute für ein Tag? Also zweiter Tag von der Berlin Fashion Week. Wir haben angefangen um 11.30 Uhr mit einem tollen Modenschau von David Tomaszewski. Und wir haben heute Abend, es ist schon 20.30 Uhr, die letzte Schau war absolut wahnsinnig von Unrat und Strano. Dazwischen waren auch noch 3-4 andere Schauen. Es war ein toller Tag gewesen. Es gab Highlights. Wer war da eigentlich? Caroline Kurkova war da. War ganz begeistert von der Kollektion von David Tomaszewski. Ja, genau. Boris Becker hat sichtlich einige Kilo zugenommen beim Weihnachtsessen, genauso wie ich. Dann war Jenny Elvershagen da, hat irgendwelche Ideen für ihre Schmuckkollektion aufgenommen bei den Kollektionen. Es war viel zu tun heute. Wir haben auch getrunken. Wir haben getrunken. Es gibt nämlich 2 Auswahl hier in der Fashion Week. Es gibt die Coca Light Flasche von Karl Lagerfeld und sonst für andere, die Alkohol trinken, gibt es das neue Getränk von Scavi und Ravi. Scavi und Rai, nämlich Champagner, fast wie Champagner. Also wir sehen uns. Jetzt geht es nämlich weiter. Es geht zu der Aftershow Party von Unrat und Strano und dann gehen wir ins Soho House, aber im Soho House dürfen wir weder filmen noch fotografieren, weil es natürlich ein privater Club ist. Also ich sage euch bis morgen für andere Shows und für andere News aus der Berliner Fashion Week. Au revoir! He's coming with stones.